Genau, Kolumbien sind die wirklich gut. Ja. Warum so krass? Weiß ich nicht, aber da kriegt man schon teilweise Spieler für 1, 2 Millionen, sogar weniger. Die kommen dann zu dir, haben direkt 50 Millionen Marktwert in Deutschland. Let's go. Ja klar, Brasilien Standard, natürlich. Sogar die typischen, die man kennt. Aber Rumänien immer gut. Wie gesagt, in Südamerika gibt es auch immer sehr viele gute Nationen. Afrika habe ich persönlich nur einmal eine gute Erfahrung gemacht, ansonsten eigentlich nie. Egal wie viel ich scoute. Aber wirklich, einmal so gu gucken, es gibt so viele Länder in Europa, die nicht zu den Top-Nationen gehören. Und dann einfach, wenn man viele Scouts hat, einmal komplett die U21 mal durchnehmen. Oder in den Top-Nationen, in den schwächeren Nationen, schwächeren, auch in der A-Nationalmannschaft mal gucken, so sortieren nach Alter und dann gucken, okay, haben die einen kleinen Marktwert? Wenn ja, auch mal scouten. Ich muss sagen, die Ligaphase macht mir irgendwie schon mehr Spaß, ja. Und die wird ja auch in echt genauso sein. Ich war da eher skeptisch erstmal, aber muss sagen, das hat was. Das hat was. Schon auch dieser Kampf um die Top 8 oder also um direkt ins Achtelfinale zu kommen oder 9 bis 27, 9 bis 24, um vielleicht nur die Zwischenrunde zu erreichen. Finde ich schon spaßig. Und direkt Platz 13. Super. Warum spielen wir so scheiße? David Raum. Nur finde ich halt blöd, dass es jetzt auch noch zwei Spiele im Januar gibt, so wie jetzt gerade wir hier, ne, gegen Napoli spielen, danach gleich noch gegen PAOK. Das sind halt eigentlich noch mehr englische Wochen. Und wenn du in die Zwischenrunde kommst, dann nochmal zwei Spiele mehr. Also das ist dann schon immer, immer größer aufgeblähter Kalender. Ne? Normalerweise konnte man vor allem in Deutschland im Januar so langsam wieder reinkommen, ne, mit Spielpraxis etc. Und jetzt hast du direkt wieder englische Wochen, englische Wochen, englische Wochen. Und ja, teilweise Entscheidungsspiele in der Champions League. Das finde ich halt dann nicht so gut. Genau. 1 bis 8 kommen direkt Achtelfinale. 9 bis 24 Zwischenrunde, also Sechzehntelfinale. Und die zwischen 9 bis 16. wurden, spielen gegen die zwischen 17. und 24. wurden. Die kommen nicht mehr in die Europa League, sondern sind wirklich komplett raus. In der Ligaphase kriegt man, glaube ich, immer von jedem Topf immer zwei Spieler, zwei Teams. Also zwei Gegner aus Top 1, zwei aus Top 2, Top 3, Top 4. Ja. Irgendwie so, glaube ich. Ich glaube, wir schaffen es doch nicht. Scheiße. Ein Punkt wäre so wichtig, ne? Weil dann 16, wenn wir bei Pau gewinnen. Ja, so. Müssen wir halt schon einen hohen Sieg holen gegen Pau. Auch wegen der Tordifferenz, ne? Und vielleicht jetzt nicht so hoch verlieren. Ein Punkt wäre schon extrem wichtig. Wo Mario kommt. Ja. Reina ist verletzt, kein Problem.
Ansonsten haben wir nur noch Abwehrspieler. Komm, ein Tor noch. Wirklich, dieser einen Punkt mehr würde schon sehr wichtig sein. Würde die Chancen auf die Top 8 deutlich erhöhen. Sehr gut. Und Coco Romario. Oh, schlecht gespielt. Sehr gut, Pedro. Schick ihn. Nein, wie schlecht kann man den zielen? Kommt Pettersen, ja, für den Weg. Ja, Mann, 2-2. Okay, jetzt bleibe ich bei offensiv, nicht bei sehr offensiv. Wenn es dabei bleibt, das erhöht die Chancen so unfassbar. Zumal auch Napoli dann zwei weniger hat, ne? Sieht man hier, wir müssen noch drei Teams überholen. Ja, sehr gut, sehr gut. Boah, war das wichtig, war das wichtig. War auch mehr als verdient, Leute. Köln Champions League ist auch interessant zu sehen, ne? 5 bis 6 Tage, kein Problem. Romario hat mal wieder gezeigt, was sie kann. Champions League, ich habe eigentlich alles gewonnen, auch Supercup, außer Club WM, die habe ich noch nicht gewonnen. Die kommt natürlich alle 4 Saisons jetzt mittlerweile, auch in echt wird das so sein. Am Ende der Saison kommt halt die Club WM und da wollen wir die noch gewinnen, weil dann haben wir wirklich alles und dann können wir diesen Safe vielleicht auch dann so beenden. So, 3 Spiele im Januar haben wir noch. Er wurde abgelehnt wieder, ne? Hat der Scout irgendwie schon was Neues herausgefunden? Glaub noch nicht, ne? Ja, wir verhandeln langsam. Trotzdem immer weiter. Und Meister wollen wir, glaube ich, dreimal. Moment. Will nichts Falsches sagen. Zweimal. Zweimal. Aber in dieser Saison sieht es auch sehr gut aus, dass wir wieder Meister werden. Ben Schaub, könnt ihr haben, ja. Gebt einfach Geld. Dann ist okay. Jo, perfekt. Nehmen wir jetzt auf jeden Fall Matthijs de Ligt und Padilla. Dann du. Bellingham wieder da. Hadaschok rein. Dann versuchen wir wieder die Spieler anzubieten. Und gehen immer weiter runter. Irgendwann wird ja hoffentlich sich auch mal jemand melden. Der ist ja jetzt auch mittlerweile richtig krass teuer. Verständlicherweise. So. Das ist schon krass, ne? Timber, De Ligt, dann Schlotterbeck und links Davis. Das muss man erstmal durchbrechen, ne? Diese Abwehr. Romario direkt verletzt, das liebe ich immer. Hm, 30 Minuten gespielt,
kein einziger Schuss von beiden Teams nicht. Ja, das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Also wirklich nicht mal ein ganz normaler Schuss, der nicht aufs Tor geht. Gar nichts. Angelo, erster Schuss, direkt Tor. Das ist aber okay. So kann man wenigstens sagen, klar, offensiv ist nichts gelaufen, aber dafür standen wir defensiv gut. Gute Balleroberung von Finnweg, der gerade erst eingewechselt wurde. Also auch direkt eine Vorlage. Hat sich die Verletzung ja sozusagen gelohnt. Schön gefangen. De Ligt. Gute Ballannahme von Angelo. Das Spiel, den Ball so runterpflücken, ist schon ein sehr, sehr krasser Vorteil teilweise, ne? Dadurch haben die Gegenspieler meistens keine Chance, überhaupt an den Ball zu kommen. Das dürfte kein Abseits gewesen sein. Ach, doch, schade. Ich hätte wirklich gedacht, nein. Aber gut, ist nun mal so. Führen tun wir trotzdem. So. Gut, auf der Bank haben wir ja wirklich nur Abwehrspieler, ne? Gegen Pauk will ich es auch eigentlich mit der Top 11 spielen. Natürlich, um höchstmöglich zu gewinnen. Es würde halt auch die Chancen deutlich erhöhen. Bellingham ist auch platt. So, Modric ist Stammspieler, Moukoko auch, aber da haben wir halt nichts mehr zum Wechseln. Mach ich das mal so. Oder? Ja, geht ja einigermaßen. Das heißt, Sedo kann das ja von den Fähigkeiten her zumindest ordentlich. Auch ein Vorteil von De Ligt, er kann halt auch sicherlich sehr gut als ballerobernder Mittelfeldspieler spielen. Schön gespielt. Saicedo. Aha, ich hätte so gefeiert, wenn die beiden ausgerechnet jetzt Tor und Vorlage geben würden. Moki. Ah, da ist Saicedo. Und der macht wirklich das 2-0. Schön. Also hat sich das auch sportlich gelohnt. Wenn Moukoko am Ende ein bisschen platt ist, dann spielt er halt nicht gegen Pauk, sondern Romario vielleicht dann ganz vorne. Schauen wir mal. Ja, unser Kader ist wirklich so. Ich hatte wahrscheinlich noch nie einen so breiten Kader. Auch in der Spitze. Schön. Ein schöner, souveräner Auftritt. Alle, die von der Bank reinkamen, haben mindestens eine 7. Ich glaube 7-2 sogar. Bayern hat gewonnen. Leipzig auch, aber Leipzig 10 Punkte halt zurück. Ja. Die zahlen doch was für Takamation. Auch nicht so wenig. Die zahlen sogar 17,75 direkt. Das ist okay. Das nehme ich sehr gern. Das lehne ich ab. Bayern hat gewonnen. Schön.
gib direkt noch mehr Geld, die wir eventuell dann auch ausgeben für Diego Costa. Deswegen gehe ich jetzt auch mal nicht in Urlaub, um dann direkt im Blick zu haben, ob die ablehnen, annehmen, was auch immer. Vielleicht wird der Scout auch mal genauere Infos haben jetzt. Immer noch. Also 15 Millionen für Ferreira würde ich nehmen. Das wurde abgelehnt, Mann. €90 Millionen für den Keeper, hallo? Könnt ihr mal ja sagen? Boah, sehr schön. Das ist auch so ein Spieler, ne? 775.000 Euro gekostet. Und guckt euch den jetzt mal an. Das sind immer so die geilsten Transfers für dich. Warum plötzlich so teuer? Da warte ich lieber erstmal ab. Ob der Scout vielleicht noch was Neues da herausfindet jetzt in Sachen Klausel oder so, weil wenn die so viel wollen, dann macht es keinen Sinn, dann werde ich den auf jeden Fall nicht kaufen. Diese Preise, die die englischen Teams da teilweise wollen, weil die wollen dann teilweise auch wirklich diesen Transferwert haben als Summe auch. Und das ist einfach übertrieben. 14 Millionen, er ist schon mal ein bisschen mehr. Dein Ernst, da kam mal zu. Gut, Pauke. Mucki kann spielen und wird er auch. Warum ist man links außen immer so schlecht? Verstehe ich nicht. Ja, let's go. Gewinnen und ins Achtelfinale hoffentlich einziehen. Daumen drücken angesagt. Ne? Die sind ja, glaube ich, sogar irgendwie, also Pauk 34., 35. oder 36., also wirklich einer der letzten Plätze. Ja. Drittletzter, 34. Das müssen wir natürlich gewinnen. Schön technisch gelöst von Romario. Mucki und schon die Führung, sehr gut. Hoffentlich klappt das genauso, wie ich das mir erhofft habe. Ich habe wirklich so mit 16 Punkten gerechnet. Platz 8. Also noch ein paar Tore werden auf jeden Fall gut, um vielleicht hier noch so ein paar Plätze gut zu machen. Ich habe gesagt, 16 Punkte werden wahrscheinlich reichen. 17 auf jeden Fall. Wir werden wahrscheinlich mit 16 Punkten ins Ziel kommen. Jetzt mal die Griechen, aber Saicedo stoppt den Angriff und leitet direkt einen Konter ein. Oder auch nicht. Vielleicht ist er jetzt. Okay, auch schon durchgesetzt.
Neunter. Mann. Aber da seht ihr, hätten wir gegen Napoli verloren. Wäre es das gewesen. Als erstes 2-2. Ich glaube, eine 89. Minute hat überhaupt uns diese Chance gegeben. Wir müssen hier noch ein paar Buden machen. Das ist klar. Und so wie wir dominieren, werden wir das auch. Das ist erst die 19. Minute und gefühlt. Ich glaube nicht mal das Gefühl, ich glaube wirklich das fünfte Highlight oder so. Vierter oder fünfte Highlight. Reina. In der Mitte ist viel Mudrik. 2-0. Erst das dritte Tor für Mihajlo Mudrik. Dafür einige gute Vorlagen gegeben. Oh ne, die haben alle 17 Punkte, ne? Shit. Also können wir Stand jetzt nur Atletico überholen? Mit der Tordifferenz. Meine Güte. Ich weiß, es geht nur ums Achtelfinale, ne? Nicht vergessen, wir sind schon in der K.O.-Phase. Ich will halt nur einfach dieses blöde 16. Finale mir ersparen. 3-0. Komm, ich mach mal ein bisschen schneller, weil das sind einfach so viele Highlights. Jetzt machen wir mal die Wiederholung aus für diese Partie. Athletisch spielt 0-0. Also die können auch noch in Führung gehen und dann haben wir keine Chance mehr. Wobei, dann würden die Milan einen Punkt wegklauen. Also mal schauen. Aber ist klar, hier müssen noch ein paar Tore fallen. Ich hoffe mal auf Minimum 2. Oh. Das ist nicht gut. Habe ich gehört, wir spielen noch offensiver? Ja. Sind wir zwei Schattenstürmer? Ja, wir haben diese blöde 17-Punkte-Marke, ne? Ja, jetzt müssen wir auf die anderen hoffen. Oh, okay, jetzt sind wir Achter. Schön. Da kann noch einiges passieren, wie ihr seht. Unsere Hausaufgaben machen wir auf jeden Fall schon mal. Abseits, ne? Nee, schön. Noch offensiver. Angreifen können die auch ruhig. Das arme Pauk. Sorry, Chris, falls du zuguckst. Wenn du irgendwann mal die Folge sehen solltest auf YouTube, sorry. 5-0. Das ist ja nicht hier PSG, Manu oder so uns irgendwie hier überholen. Komm, einer noch. Oh, Monaco, dein Ernst. Kann ich irgendwie oben noch jemand da was Punkt irgendwie liegen lassen? Nee, wir sind Neunter geworden. Chris würde jetzt sagen Karma. Weil wir 5-0 gewinnen mussten wegen Pauk, ne? Oh, okay, doch, geschafft. Ja, Mann. Zwei Spiele gespart. Perfekt. Direkt Achtelfinale, das ist doch angenehm.
Ja, es ist wirklich sehr angenehm, muss man einfach sagen. Das ist super angenehm. So, jetzt noch gegen den HSV und dann ist auch noch nicht Länderspielpause, aber dann haben wir eine Woche Pause. Und nicht zwei, sondern eine. Und das Transferfenster wird danach schließen. Ich denke mal, ich werde am Montag, den 31. nochmal gucken. Wegen dem Keeper und versuchen, die zwei, drei Spieler noch zu verkaufen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Punkt. Idee ist schon Mehrwert, ne? Der Kamera zu. Leute. Ja, ich versuch's erstmal später. Jetzt noch nicht, erst später. Gut, damit haben wir im Februar gar keine Spiele internationaler Natur. Dann müsste ja erst im März sein, ne? Was? Für ein Spiel oder wie? 31.01. was? Okay. Ja, soll er mal. Ja, ein bisschen rumreisen, wenn er Bock drauf hat. Ich glaube, ich lasse auch Ferreira und so weiter in der ersten Mannschaft. Und mache ihn einfach verfügbar für die zweite. Genau. Nein, nicht du. Angelo. Wir müssen wirklich in der allerletzten Sekunde irgendwie noch diesen einen Platz gewonnen haben. Die anderen werden wohl wirklich schwarz ärgern. Wie den Platz verloren haben, wer auch immer das war. Bei so vielen Teams habe ich dann natürlich nicht den Überblick. Oh, jetzt haben wir mal eine schnelle rote Karte bekommen. Ich spiele aber identisch. Sehr gut, Rainer. Wiederholung an und nochmal Tempo mal wieder anpassen. Trotzdem haben wir so viel Ballbesitz. Haben wir natürlich genug Qualitäten. Das gibt jetzt noch ein bisschen Spannung hier in die Partie. Wie langsam auf einmal die Highlights aussehen. Man gewöhnt sich so schnell immer, ne, an ein höheres Tempo. Jetzt sieht das schon fast aus wie Standfußball. Gut gespielt. Gut, das war Justin Deal. Oder wie auch immer der heißt. Okay, Sound wieder aus, aber machen wir. Hallo. Was macht der Pirola? Der schläft. 1-0. Was? Ergebnis gut, viele andere Sachen nicht zu unserer Zufriedenheit. Da war aber viel Platz für uns. Muss man präzise ausspielen einfach. Endrick rein.
Sehr gut. 10 gegen 10. Sehr gut abgedrängt von Padilla. Teil mit einer sehr schnellen Drehung. Ja, es bleibt noch hängen hier. Es bleibt hier noch hängen. Prinz Arning. Das sah jetzt nicht so gut aus von Angelo, ne? Die Ballkontrolle. Also, weiß nicht. Enric schön in Stürmermanier. Vollendet. Sehr gut. Ach, Wiederholungen sind? Ist doch an. Bei Toren. Komisch. Hat er komplett ausgestellt. Warum auch immer. Also bei eigenen Toren, bitte, ne? Wow. Was ein Gegentor. Ja, zum Glück haben wir gerade erst das zweite gemacht. Ich will nur eigene Tore sehen, doch nicht vom Gegner. Nein, Highlights des Gegners nicht zeigen, so. Tore. Eigene Tore. Jetzt aber. Bayern gewinnt auch. Dann sollten wir es auch auf jeden Fall tun. Leipzig aktuell nur unentschieden. Nicht mehr. Obwohl die wirklich uns nicht mehr einholen können, auch nicht werden. Also können, aber nicht werden. Gucke ich trotzdem immer gerne mal hin. Nein, komm, ist eine geile Position. So, 4 Minuten noch. Ja, sehr schön, sehr schön. Nächster Sieg. Nächster Sieg, perfekt. Also das Spiel gegen Frankfurt war wirklich so ein Ausrutscher, ne? In Napoli sind wir noch gut zurückgekommen, allgemein. Gut ins Jahr gestartet, ne? So, dann wie bereits gesagt, gehen wir jetzt noch 2 Tage vor. Das ist blöd. Und dann gucken wir, ob wir dann noch was machen werden, transfertechnisch. Oder es einfach so belassen und dann mit diesem trotzdem sehr krassen Kader in die Rückrunde gehen. Die schon längst begonnen hat, ne? Sind ja nur noch 13 Ligaspiele. Plus hoffentlich. Achtel, Viertel, Halb, 7 internationale Spiele plus 3 Pokalspiele. Das heißt insgesamt noch 13 plus 7. 23 Spiele höchstens plus Club WM. Aber das ist ja immer ein bisschen später, deswegen. Es geht vor bis 9 oder 10 Uhr. Also dann, wenn das Transferfenster so richtig startet. Vielleicht hätte ja mein Scout diese Info mit den Klauseln irgendwie herausfinden können, ne? Oder allgemein einfach, wie viel Newcastle haben wollen wird. Ich meine, die sind ja nicht unbedingt in der Lage, wo die jetzt auf Geld angewiesen sind, ne? So, wenn wir jetzt hier wieder reinkommen ins Menü, schauen wir direkt mal nach. So, Costa ist unzufrieden. Das ist doch schon mal wenigstens eine Sache.
Keine Infos, leider. Komm, was sagen die denn dazu? Inakzeptabel. Das ist doch nervig, oder? Also ich werde die anderen nichts verkaufen, wenn die hier nichts annehmen. Auch inakzeptabel. Ja, das ist schon nachhaft, oder? So, nochmal versuchen bei Takamatsu. Dann noch bei Ferreira, machen wir auf 20 Millionen. Grinska ist wo? Gehen wir auf 30 runter. Also sind schon gute Angebote, ne? Sind schon gute Preise, kann man nicht meckern. Ja, schaffen wir es noch einen zu verkaufen, um wieder ein bisschen Geld reinzukriegen. Oh, doch, zwei Angebote. Sehr schön. Ferreira. Hier 16 Millionen direkt. Das wird abgelehnt. Auch das wird abgelehnt, das ist doch nicht normal. Takamatsu, ja, nehmen wir auch an. Hoffentlich klappt beides. Dann sind es schon mal, glaube ich, 30 Millionen direkt, die wir kriegen. Schön. So, mehr biete ich nicht. So, Takamatsu schon mal weg. Auch ein guter Transfergewinn am Ende. Ja. Sollten wir mal. Boah, die haben ja hier den guten Torben Richter, das reicht ja. Ja, Felix Büngener. Ah, egal. Sie werden ja nicht absteigen. Oh, das wird abgelehnt, unglaublich. Sehr schön, ich kriege auch noch verkauft. Das sind 15,5 Millionen nochmal. Ich hatte noch nie so hohe Ausgaben, glaube ich, ne? 200 Millionen fast, ne? Gehaltsbudget. Wir sind trotzdem fast ein bisschen im Minus. Das ist doch eine gute Arbeit, oder? Atletico Madrid und Liverpool. Und zum Beispiel wüsste ich jetzt, ich würde noch 10 Saisons noch mindestens machen, würde ich jetzt halt wieder nach jungen Talenten holen, die wiederholen, alle in die zweite Mannschaft tun und dann irgendwann wieder so viel Kohle mit denen machen können. Also das ist schon eigentlich finanziell richtig gut immer. Da kann man immer relativ krass Kohle machen. So eine zweite Mannschaft, die auch wirklich Spieler hat in der Liga, ist schon sehr, sehr wichtig. Auch wenn es darum geht, zum Beispiel Spielpraxis Spielern zu geben, ne? Ach nee, der kann auch bleiben. So, dann machen wir 25 Millionen. Ach, für 20 Millionen würde ich Olaus auch noch verkaufen, muss ich sagen. Okay, ist geendet. Ja gut, dann ist das so. Dann gehen wir halt mit dem Kader hier durch. Haben jetzt praktisch 5 Innenverteidiger, wobei Pedro auch rechts spielen kann. Das heißt, wir könnten eigentlich alle 4 Abwehrspieler jedes Spiel immer komplett einmal durchwechseln. Ja, du bist gesperrt, du 2 bis 4 Wochen verletzt. Okay. Das Spiel dann in Leverkusen. Gibt es dann aber meinen lieben YouTube-Zuschauer dann morgen. Vielen Dank fürs Zugucken. Mach's gut. Ciao, tschüss. Euer der Tüchern.